Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Miitopia. Ja, letzte Woche hatten wir, beziehungsweise letztes Mal, hatten wir die Geistervilla gemacht. Richtig spaßig, war ein tolles Event. Jetzt haben wir den Dunkelten fürs Sol bei uns, haben die Hälfte unserer Gruppe verloren und sind im Himmelsturm. Ich habe Oskin darauf geachtet, dass ich nur die Spielhallentickets mir abfarme und nichts anderes. Ja. So, der Avatar, der verschwindet jetzt wieder. Es war schön, dass er kurzzeitig da war. Der hat immer so einen kurzen Auftritt bei Miitopia, aber auch wirklich nur hier. Ja. Ich habe ja das Gefühl, dass der Himmelsturm das letzte Kapitel von diesem Spiel ist. Abgesehen von Afterstory, die ich höchstwahrscheinlich nicht machen werde. Und ich hoffe, dass ich jetzt meine Kollegen mal langsam wiederfinde. Die Spielhallentickets habe ich so ungefähr zu verwerten. Also es vor. Sobald da irgendwie die Möglichkeit besteht, dass ich richtig fett Erfahrung farmen kann, dann baller ich sofort alle raus. Dass ich einfach nochmal allen so richtig schön einen XP-Boost gebe. Einfach damit alle auf dem gleichen Stand sind. Ich will halt keinen vernachlässigen. Und ich habe ja auch vor, mich selber, also mein Hauptteam auch nochmal so ein bisschen zu boosten. So, aber jetzt müssen wir erstmal unsere restliche Gruppe mal wiederfinden. Die haben schon ganz große Angst ohne uns. Da, Sunny, guck, er sieht schon so ängstlich aus. Ich hoffe im Übrigen, dass jetzt nicht 10.000 Abzweigungen noch kommen. Wie es wohl den Anteilen geht? Inzwischen. Es hilft nichts, hier herumzulungern. Gehen wir weiter. Natürlich auch hier erstmal gucken. Eine fürstliche Portion Erfahrung. Hau ich jetzt nur 10 Tickets raus, maximal. Erstmal kriegt Padde natürlich seinen Kittel. Er freut sich darauf. Immer wie ein Ochse. In lila. Sieht aus wie bei Obi-Wan. Weil ich gerne, wenn die verbraten will, wenn alle beisammen sind. Hadde darf ein bisschen aufleveln. Zwei Level direkt. Und noch einer darf leveln. Maximal auf 24 will ich die jetzt bringen. So, Akaya darf leveln. Ich finde es auch so gut, dass ich gerade genau das kriege, was ich haben will. Oh, Giga-Heilung erlernt. Strahlendes Licht frischt bei einem Freund enorm viel AP auf. Okay, die ultimative Heilmagie wahrscheinlich. So, wo man schon mal Geld ist. Gut, dass ich so viel habe. Ich bin nur zu kack hinauszufinden. Falls sie ein Melonenpanzer werden. Ich dachte, es kommt nicht gut. Das wäre sogar, aber es kam noch was Gutes. Du darfst eine Melone werden, weil du darfst. Na, mein palpanter Panzer. Komm, das lassen wir in der Originalfarbe. Das Futter heben wir auf, bis alle wieder beisammen sind. So, Akaya hole ich in die Gruppe. Und ich lasse extra mal die Gruppe ein bisschen hochheilen. Dann sehen wir eventuell die Gegenheilung noch. So, ich hoffe, sie haben den kurzen Weg, weil ich kann jetzt nur zugucken. Ja, ihr seid flink wie ein Wiese. Das Pferd ist leider bei uns. Ihr Unholde. Ja? Ich biete doch gerne den Leuten Streiche, oder? Streiche? Quatsch, wie kommst du denn darauf? Wir müssen uns besser vor Paparazzi schützen. Immer wenn man denkt, man hat schon alles gesehen, wird man eines Besseren belehrt. Oh, ich, Medusa. Ein toller Name. Strafen nicht Licht! Ich wollte sehen, was die Medusa kann! Mann! Ach, der und seine Matroschka-Kleidung. Genau aus diesem Grund level ich sie nebenbei. Weil jederzeit sowas passieren kann, ne? Dass sie getrennt sind. Oh, Schrumpeleulen. Bitte kein strafendes Licht. Ah, das schon wieder.
Ja, habe ich das vermisst. Das war ein schöner Angriff, Medusa. Bam. Die Eulen sind cool. Akaya wärmt dich auf. Akaya ist eine Statue geworden. War aber irgendwie klar bei der Medusa. Er ist eine schöne Statue. So, was macht er? Akaya wird kalt. Aber ich glaube, er kann dir nicht Danke sagen. Oh, das tödliche Geflüster. Schade. Ach ja, ich sollte ihn eventuell mal in die Ruhezone packen. Weil anders wird er nicht wieder normal. Jetzt haben wir eine Statue. Die stelle ich mir ins Zimmer. Oh, der Laser! Endlich! Feuert den mal wieder nach 10.000 Jahren. Das streifende Licht brauchst du nicht so oft machen. Nutz lieber deine Heilung. Ach, Exo. So. Akaya ist nicht mehr verschleiert und wieder ganz weich stand da. Er spielt mit Sunny. Er wird gerettet. Er hat sich für ihn geopfert. Stimmt ja, die haben fast alle keine Freundschaft untereinander. Oh, neue Technik. Mega Heilung. Das ist die zweistufige Heilung, ne? Schön, dass er das unterscheiden kann. Die Giga-Heilung würde er wahrscheinlich erst bei mir machen. Ah, die Medusa ist weg. Schlimmste. Neue Technik! Pikante Party! Oh ja, das wollte ich unbedingt mal sehen. Wieso hat das selber gegessen? Ein scharfes Futter, wo die Nase setzt und dann selber auch noch futtern. Hast du gut gemacht, der Kai, ja. So kenne ich dich. Die anderen mit in den Untergang ziehen. Eine Kiste. Ich hoffe, die finden keine große Kiste. Weil das würde ich gerne für meine Hauptgruppe vorbehalten. Level 25 mit Klasse Panzer erreicht. Exo wird super Panzer. Pal kommt sogar zu dir, Exo. Oh, er hat ihn ein Geschenk gekauft. Das kauft er immer der Sunny die Geschenke. Ja, los, ich nehm schon. Oh, das ist aber nett. Bitte eine Melone. Oh, ein Plüschhasi. Oh, das ist... Oh, Pal. Pal, ich hasse dich. Wie kannst du den Plüschhasi nur hassen? Hast jetzt eigentlich eine Auszeit in dem Zimmer alleine verdient. Das Spiel will unbedingt Spinnensushi für mich. Oh, er hat auch mal einen langen Weg vor sich. Zum Quizmaster kann er eigentlich auch ohne mich. Da ist ja egal. Ach, wer könnte mal wieder spielen? Ich bin James, ich war Quizfeed. Ich hab dich nicht vergessen. Wer bin ich? Wer ist Sherpa? Ich warte immer noch auf so eine Antwort, wo dann so 3, 4 Sherpas da sind und ich dann einfach keine Peilung habe, wer der Sherpa ist. Wer ist der Bürgermeister? Der da. Der gibt mir immer die meisten Spielscheine. Zusammen mit dem König. Wer ist treuer Soldat tot? Der einzige, der wie ein Soldat gekleidet ist? Nur so eventuell? Welches Outfit ist richtig? Das da. Weil die anderen dann geben alle keinen Sinn. Ich meine, da war halt der Informant in der einen Stadt weit gereist. Und was kriege ich? 3 Spielscheine. Ich habe eh zu viele. Jetzt habe ich genau 30 heute gehabt. Oh, komm mal, ich kann nicht mal in die Quest ohne meine Kollegen. Och, nö. Eine bessere Version von einem Troll. Ich hab keinen Bock. Ich mochte die Trolle beim ersten schon nicht. Oh. Autschen. Aua. So, wir sehen, dass Exo jetzt Akaya richtig stark halt mit der Giga-Heilung. Oh, die haben ja echt wenig ausgehalten. Komm, Exo, bitte. Oh, der hat sich einen Gummi-Snack gegönnt. Schade.
Ich sollte eventuell nicht einen zweiten Heiler dabei haben. Dann kommt Exo eher dazu, seine Technik einzusetzen. Ist alles in Ordnung, Sunny? Hier, du kannst meine AP-Banane haben. Ach, danke, dass du Sunny fütterst. Der war schon so abgemagert. Und Abzweigungen. Achso, von hier aus kommt man zu der Kiste. Ja, erstmal Ausgang, ne? Tresorraum kann ich gleich noch. Hä? Hä? Was ist wohl zu verdanken? Ja, toll, jetzt sind die abgelegen und kriegen mehr Schaden. Aber schön, dass die Eulen sowas können. Die Gesichter sind auch super. Ich finde das immer wieder gut. Sorry, aber davon brauche ich einen Screenshot. Aua. Erste Vorsichtig-Aktion zu Ende bringen. Erledigt. Oh, er hat jemanden off-finished. Nützlich. Das hätte ich gerne mal früher gesehen. Dann hätte ich eventuell die Hauptparty geholt. Exo ist wieder da. Mega Heilung. Dafür ist Exo ganz gut. Und es holt ja auch ein bisschen Freundschaft. Oh ja, die ganze Party guckt so. Das ist ein noch besseres Bild. Die Fotosession. Was es wohl zu Futter gibt. Oh, neue Technik. Besänftigen. Sehen wir zum ersten Mal. Das hat bei allen außer bei ihnen geklappt. Okay, hat's auch geklappt. Ja, der Endscreen, damit wäre auch lustig gewesen. Und direkt wieder. Man kennt es ja. Die gucken auch am Endscreen so. Ja, keine neue Technik, schade. So, da kommt jetzt wahrscheinlich ein Bosskampf. Das wird schön. Mit zwei Healer in einer Gruppe ist nicht unbedingt praktisch. Ah, die Stimmung ist angespannt und es sind keine Poder zum Schlichten da. Nee. Das hätte alles nur noch schlimmer gemacht. Aber sie hassen sich nicht. Das ist gut. Du bist ein Panzer, dann roll halt. Das ist der Lampengeist Akadari. Du bist ein Lampengeist. Ihr konntet dir schon wieder das Gesicht geklaut werden. Ho, ho, ho. Oh, schon wieder der Pharao. Oh Gott, jetzt werden alle wieder zu Pharaonen. Pharao Akadari 2. Das ist der zweite Pharao. Ich warte auf den dritten. So, das ist jetzt übrigens so eine Position, wo ich den Ultrasteuer einsetze. So. Aber auch nur auf Pall. Exo soll seine Heilung machen. Pate soll auch Ultra sein. Und dann gebe ich allen einmal den Schutzzauber in der Hoffnung, dass es bei diesem Pharao-Zeug schützt. Los geht's, Zangangriff! Ja, sich mit geflüstert, das ist so gut gerade. Nein, das schützt dich davor. Ich bin Pharao. Ich weiß schon, warum ich Exo nicht den Pulver gegeben habe. Sieht aber toller aus als Pharao. Pam. Zack. 431. Ey, die Ruhezone, die funktioniert halt instant, ne? Ich weiß nicht, wie die noch besser werden soll. Los geht's, Zangangriff! Guck mal, der ist schon tot! Der hat ja gar nichts gemacht! Der war ja instant tot! Okay, wahrscheinlich kommt auch nochmal der Boss aus dem Feengebiet nochmal zurück. Das war, glaube ich, so ein riesiger Frosch. Allen Ernst, ein Lampengeist, der ihm zweimal das Gesicht geklaut wird. Huch, ha, ha, ha.
Warum habe ich nur so ein Pech? Es ist nicht schön, sein Gesicht zu verlieren. Der dunklere Fürst muss weg. Mach ihn fertig. Ups, entschuldige den Ausbruch. Eigentlich bin ich doch jetzt viel zahmer. Pass auf dich auf. Ja, Kadari ist ganz zahm und deswegen macht er auch keine Videos mehr. Ein Geschenk! Das ist mein Lieblingsevent. Ein Sieberkandelaber. Ich persönlich würde mich nicht darüber freuen. Ja, wir treffen uns wieder. Ja, sieh mal. Hallo, Sunny! Ja, so ein Glück, dass es euch gut geht. Wir tanzen. Wir werden schon wieder getrennt. Ab irgendeinem Punkt ist das nur noch nervig. Wie sieht die Spielhalle aus? Das Halleskins-Kostüm kann richtig gut geworden werden. Also einmal her, bitte. Ja, ewige Freunde. Halber Bitcher Halleskins-Kostüm, ich krieg's trotzdem nicht. Was kommt denn nach endlose Freunde? Jetzt gib das scheiß Kostüm her. Danke. Geht doch. Und das ist alles für das da. Dani, sei stolz auf dieses Kostüm. Ich habe so lange gebraucht dafür. Boah, in dieser Party müsste ich einen im Extreme mit reinholen. Der hat bestimmt sinnvolle Infos für mich, aber ich will jetzt erstmal die Wege nachholen. Das war ansteckend, aber nicht für alle. Und die beiden gucken nur, was machen die da? Ich werde nervös. Nur Paul ist nicht nervös. Ja, dann sind alle so nervös. Er ist erstaunlich munter und aktiviert seinen Laser. Ha! Kannst du auch mal irgendwas Nützliches machen? Los, Paul! Du carries jetzt! Ich bin wieder zu Sinn gekommen. Nee, doch nicht. Nein, Paul, verlass mich nicht! Das ist halt auch noch eine Freundschaftsstufe macht. Das finde ich also gut. Ey, komm, ich pack zumindest mich jetzt in die Ruhezone. So, Janik darf auch einmal kurz da rein. Und Sunny. Und wer wird jetzt wieder nervös? Ich nicht. Janik ist direkt wieder nervös. Alle immun gegen Nervosität. Nein, Paul! Alle halten Paul auf. Paul darf nicht angreifen. Das zweite angeben gelernt, wer Janik so traurig guckt. Er hilft zumindest, ne? So. Mega Blitz. Ach, Janik! Mann! Jetzt so oft zu nerven. Janik ist ultra anhänglich gerade. Danke für das Warnball. Ich muss Janik aus der Ruhezone holen, damit er gleich wieder zittern kann. Alter, die Feuerdämonen sind so nervig als Gegner. Ich sag ja, Paul ist immun dagegen. Feuer den Laser einfach ab. Einer weniger ist einer weniger. Er gibt sein Bestes. Der normale Blitz hätte auch gereicht. Hauptsache weg. Boah, die waren nervig. Bitte keiner von der Hauptgruppe. Oh Mann. Natürlich ist es Paul, der krank ist. Wer denn auch sonst? Wem will ich denn überhaupt jetzt ersatzweise dabei haben? Extreme eigentlich, weil er hier einmal dieses Liebeslied macht und dann hat er eigentlich ungefähr dasselbe Freundschaftslevel. Aber mit der Kiste warte ich dann jetzt noch, bis Paul wieder gesund ist. Aua. Ah, der macht doch noch was anderes als Steine werfen. Der gibt mir Bananen. Oh, das ist ja nett.
Nimm vor, ich steck noch eine. Ey, ich krieg den Hals davon nicht voll. Aber schön, dass er auch noch was anderes macht. Der gibt manchmal uns Heilung. Und vor allen Dingen, wenn meine AP-Bananen so stark sind, macht der 100 Heilung einfach. Brauche ich mich ja gar nicht mehr heilen. Eigentlich überrascht mich beim Öffnen einer Schatztruhe immer wieder. Man kann im Geruch sofort erkennen, was drin ist. Oh ja, vor allem bei HP-Bananen. Die riechen so süß. Und lecker. Und Gold stinkt total. Stimmt, das hat so einen metallischen Geruch. Was wir wohl in der nächsten Schatztruhe finden? Hoffentlich was, was auch gut riecht. Genau so. Ich schnüffle jetzt an den Kisten, um zu prüfen, was drin ist. Oh, hier gerne neue Technik. Wir haben heute richtig viel Zeit. Oh, Pato versucht sich an den neuen Look. Was gibt der uns? Und... das sieht eigentlich sogar richtig nice aus. Das ist das erste Mal, dass so ein Frisur richtig cool aussieht. Bisher habe ich da immer nur mir gedacht, um Gottes Willen. Das Nützlichste, was Mixstream halt echt machen kann, ist dieses Liebeslied. So, wie gesagt, die Kiste lasse ich jetzt erstmal aus, bis Pal gesund ist. Dann hole ich sie mir. Los geht's. Halt mal die Luft an. Warte mal. Ich kehre nochmal um. Ich will sehen, was Ben mir sagt, bevor der weg ist. Hallo Ben! Grübel, grübel. So sieht es also oberhalb der Wolken aus. Hier oben fühlt man sich ja geradezu allmächtig. Weißbar. Reiset mich, ihr Normalsterblichen! Ben, warum sind deine Dialoge immer so merkwürdig? Lang ist her, ich bin Spawn Ben, immer forsch zu forschen bereit. Beeindruckend, dass du es bis hierher geschafft hast. Willst du vielleicht sogar noch weiter nach oben? Aber natürlich. Dann solltest du dich auf diesem Stockwerk genau umsehen. Es lohnt sich. Ganz oben scheint es an diesem Ort nämlich einen Schatz zu geben. Falls ihr ihn finden wollt, solltet ihr euch folgende Worte einprägen. Der Schatz hier oben ist privat, außer du entdeckst den geheimen Pfad. Viel Glück, man sieht sich. Im Ernst, warum hat ein Bomben immer die merkwürdigsten Texte? Boah, was willst du denn für eine ernst coole Klinge, Yannick? Ja, bitte! Pharao-Schwert. Bitte auch noch die passende Rüstung. So, er mischt ein Amethystblatt. Das sieht jetzt nicht so besonders aus. Sieht aus wie dieses Smaragdblatt. Nur halt in einer anderen Farbe. Und du, Padde, was willst du? Eine Kürbisflasche. Oh, er macht einen auf Gara. Ist erlaubt. Ich habe, glaube ich, aus Versehen B gedrückt. Kann der Herr mit Glatze eigentlich mal langsam aufwachen? Um Gottes Willen. Erstmal hier lang. Ja, ich mag Shining. Aber Maxim findet Shining ebenfalls toll. Ist irgendwas? Nö. Nein, alles super. Die streiten sich mal welche um mich. Ich dachte erst, da werden ein paar Kackhaufen. Ganz ehrlich. Technik. Schönheitsschlaf. Auf Yannick. Schlafen die Runde. Will ich sehen, was die Schnecken können. So, Maxstream ist drin und macht sein Liebeslied. Ja, jetzt haben alle 40 zu ihm. Er verschanzt sich in seinem Panzer. Und HP-Bananen werden geklaut. Ich mache mal eine Mega-Explosion und hoffe, dass das UFO drauf geht. Los, Yannick, aufs UFO bitte. Schade. Wir sind beide tot. Doch nicht. Pam. Jetzt sind sie tot. Weißt du, was mein neuester Vorsatz ist? Ich will alle meine Waffen täglich polieren, damit sie immer schön glänzen.
Oh, wow, sehr vorbildlich. Ich habe mir auch was vorgenommen. Ich werde beim Einkaufen nicht mehr anschreiben lassen. Ich bezahle jede Rechnung bis auf das letzte Gold. Anschreiben kann man doch eh nicht. Wenn ich nicht zahlen kann, werde ich nichts kaufen. Ganz einfach. Okay, mach das. Habt ihr schon mal irgendwas auf Rechnung kaufen lassen? Also ich persönlich finde ja, dass es das absolut Quatsch ist, wenn man sich hier irgendwas über Zinsen beispielsweise kauft. Man zahlt im Grunde einfach wesentlich mehr, als man eigentlich ausgeben wollte. Um Gottes Willen. Da sind richtig gut gelaunte Bomben. Hilfe, ich brauche eine Banane. Ich weiß, ich hätte das schlau machen können. Warum? Aber warum, wenn die eh sterben durch den Brummangriff? Oh, danke. Wer auch, wem auch immer das gewidmet war. Los, umliegt ihn. Ja. Keine Fahrt öffnet sich. Dafür hat sich hier Bonn allmächtig gefühlt. Dieser Bonse. Ein Brief. Von Toad. Ausflugstickets. Die brauche ich auch so dringend. Ja, alles gesund. Endlich. Okay, er möchte einen Stab der Sonne. Sieht richtig cool aus. Ist gegönnt, Exo. Gönn dir deinen Stab der Sonne. Zack. Mir geht gleich wieder das Geld aus, wenn es so weitergeht. Eine Ritterlanze wäre der Traum von Sunny. Er will ein Ritter werden. Passend zu Kostüm eigentlich. Das hat sogar ein schönes Geräusch von sich gegeben. So, ein Pall, er will ein Dämonengeschoss. Oh, da sehe ich Pall. Der Melonenpanzer hat ein Dämonengeschoss. Hat sogar 15 Angriffe mehr gemacht. Zeit, die Kisten abzuholen. Los geht's. Ja, mit 12 fühlt man sich einfach sicher. 3 Spielscheine, ich hab schon zu viele. Ah, die Kisten nehmen es besser. Oh, ein Hexenmeisterstab, der richtig cool aussieht. Danke sehr. Ist gekauft. Wahrscheinlich will ich genau jetzt eine andere Waffe. Ich kenne mich doch. Akaya will zumindest eine Waffe. Eine Sonnenpfanne. Das ist ein Gerät. Ich finde es schön, dass die mittlerweile auch alle ihr Zeug immer kaufen. Oh, und eine richtig gute Chance auf Blau. Eine großzügige Portion. Ich kann es euch einfach einmal zeigen, ne? Also das ist nicht viel, die großzügige Portion, meine ich. Hier an Dave beweise ich's. 18.000, das ist nicht mein Level. Ich brauche halt die fürstliche Portion. Großzügige, damit kann ich nichts anfangen. Obwohl ich glaube, dass ich eine bessere Chance eigentlich gar nicht kriege. Komm, ich spiele jetzt einfach, bis ich 10 habe. Bei den restlichen 10 gucke ich dann einfach. Dave kriegt einen besseren Moai-Deutsch. Den ultimativen. Aber wie gesagt, das ist nix. Ja! Okay, ich höre auf. So, Paul, mit wem willst du zuerst deine Freundschaft steigern? Mit wem ist es besser? Mit mir, okay, komm runter. Okay, weiter geht's. Haben wir noch ein paar Wege vor uns. Erstmal die Schatztruhe gönnen, bevor ich hier wieder einen Kranken habe. Ja, Biber, ich habe eh zu viel. Ich habe, glaube ich, auch mittlerweile keinen, der jetzt wirklich was von der geboosteten Version hätte. Ein Silberkostüm. Das ist passend zum der Lanze. So ein silbernes Kostüm. Also so ein Ritterkostüm. Das ist viel passender als das andere. Och nö, nicht die Spinnen. Ich habe schlimme Erlebnisse mit denen noch im Kopf.
Doch, Pal und die anderen hätten alle was davon, nur ich habe so wenig HP. Ich muss mir unbedingt alles geben, was HP gibt. Lustige Klänge? Ich fange an zu tanzen. Die hat mich zum Tanzen gezwungen, die Spinne. Ich tänze immer noch weiter. Hier tänze ich nicht mehr, aber ich gucke komisch. Das war auch cool. Ich habe euch meine Moves gezeigt. 1750 Leute, HP-Strahl macht 600. Ruhezone ist jetzt noch schneller, war ja eh direkt nur instant. Wie kann das denn noch schneller werden? Gut, dass ich da hingegangen bin. Okay, ist ja klar, ja. Ja komm, einmal das goldene Mikrofon. Eventuell kriege ich die 40 Portionen Erfahrung. Ja, nein. Ich will nur das goldene Mikro. Oder das, das geht auch. Schwender aufholen. Da, das ist halt ein deutlicher Unterschied. Großzügig hat 18.000 gegeben und Bürstig gibt halt 33.000. Das ist fast das Doppelte. So kann das auch ruhig weitergehen. Warte mal, wen will ich denn jetzt wirklich geboostet sehen? Dave erstmal. Phantomgelände. Trifft den Gegner ein, ums andere Mal mit phantomgleichen Angriffen. Okay. Und was bedeutet das? Ich werde es nie erfahren. Ich hoffe natürlich inständig nicht auf das Ausflugsticket. Ein goldenes Mikro, ja. Hier, Mixstream, hast ein neues Mikrofon. Erster Beistand! Vihan 2! Oh, das erste Mal, dass ich das Vihan sehe. Danke! Kann ich HP-Bananen futtern? Ich habe meine Runde genutzt. Eine goldene Platte! Wahrscheinlich für das Tor, was da unten die ganze Zeit steht. Jetzt muss ich auch noch einmal rechts lang. Also, bevor man das falsch versteht, mir gefällt Mitopia, ne? Weil ich will halt auch irgendwann mal damit fertig werden. Mitopia ist bisher das lustigste Projekt, was ich hatte. So, ich öffne jetzt erstmal hier. Öfter mal was Neues. Ja, wir haben eine Platte gefunden. Jetzt können wir hier durch. Und können uns eine gratis Schatzkiste gönnen. Ich denke mal, ich kann erst rechts weiter, wenn ich da links gegangen bin. Och, da war nur Geld drin. Das ist doch ein schlechter Witz. Ich habe 101.000 an Gold. Ich brauche kein Gold. Sag mal, wie bist du überhaupt zum dunklen Fürsten geworden? Oh, ich rede mal endlich wieder mit Zoll. Ah, das ist eine lange Geschichte. Ich arbeitete in einer gelben Bananenfabrik. Dort habe ich jeden Tag körperweise AP-Bananen hergestellt. Aber irgendwann kam mir Zweifel, dass ich das noch lang machen möchte. War das wirklich das Leben, das ich wollte? Und kaum war mir in dieser Gedanke gekommen, da hörte ich eine Stimme. Möchtest du Großes vollbringen? Fragte sie. Ich kann dir unermessliche Macht verleihen. Die Verbrechungen dieser Stimme waren so verlockend und so habe ich sie geöffnet. Die verbotene Schachtel. Dieser Schwarze flog heraus und ergriff Besitz von mir. Es war der dunkle Fluch. Er übernahm meinen Körper und verwandelte mich. Und so wurde ich der dunkle Fürst. Hörst du mir überhaupt noch zu? Was? Klar, Verwandtenfabrik. Furchtbar. Übrigens. Wer ist die Person, von der dunkle Fluch nun Besitz ergriffen hat? Der große weiße Kai. Mein Mentor. Oh nein, nicht er. Doch, genau, er. Er war schon immer der Böse. Nein, ich will ihn retten. Und noch mehr Spielscheine.
die niemals seinen Zweck erfüllen werden. Ich frage mich, ob der dunkle Fürst überhaupt eine Chance gegen uns hat. Hm, was haben wir denn hier? Janik hat einen eigenartigen Hebel entdeckt. Tätigen. Ja, wusste ich doch, das macht den Weg frei. Was ist das schlimmstmögliche Szenario, was noch passieren könnte? Dass irgendeiner aus meiner Hauptgruppe wieder krank wird. Ich brauche keine AP-Bananen. Hä? Was ist denn das für ein fetter Goldploing? Ein Goldploing. Oh, der bringt wahrscheinlich sogar richtig viel Geld im Vergleich zu den anderen. Und er macht doch gut Schaden. Oh, der greift doppelt an. Und dieses Gefühl ist das genau das, was wir brauchen. Weißt du, was wir noch brauchen? Hey Leute. Und pam, pam. Perfekt. Besser geht nicht. Hau die weg. Los, wir helfen alle Pal. Bam, 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 bam. Weg ist er. So, wie viel Geld bringt er? 20.000. Also, ich habe ja eh schon zu viel, ne? Aber jetzt habe ich noch mal zu viel. Herr Shining! Oh, Professor Eich, hier oben. Guten Tag, ich habe Post für Sie. Sie sind neuer Shining. Wie oft war es jetzt schon bei mir? Liebe Shining, welch wunderbarer Tag. Mein Tipp, wenn ungemacht droht, einmal lachen. Das hilft immer. Deine Günselda. Ach, wäre schön, wenn wir den dunklen Fürsten auch einfach weglachen könnten. Ja, nicht wahr? Also echt jetzt, dass ihr eure Gesichter nochmal stehen lassen konntet. Ihr drei Fäschen fehlen schon wieder. Es reicht. Och, mein Oh. Ja, eine Palkwappe. Und ein roter Palfrosch. Mein Lieblingsboss. Das waren die besten Bosse. Ich versuche extra schon hier auf alles zu verzichten, was irgendwie wenn sinnvoll ist. So, der freche Piekser. Janik ist entspannt. Ich sammle den MP. Macht jetzt weniger Schaden. Das ist das Dümmste, was er machen kann. Das andere entspannt ist besser. Er feuert den Laser ab. Machst du viel zu selten. Ach ja, der Frosch, der konnte ja sowas. Zoll hilft, der macht auch mal endlich mehr Schaden. Oh, haben die ungefähr alle gleich viel? Dann sollte ich mich eigentlich erstmal auf den dicken, fetten Frosch konzentrieren. Na, erstmal muss ich eine Banane essen. Ich habe zu viel Schaden genommen. So, dich und dich ultra buffig, dann mache ich... Ne, den Schutz brauche ich eigentlich gar nicht. So, er will vor Janik angehen, macht den frechen Piekser. Er geht auf den, weil er prozentual weniger hat. Sunny zu warnen funktioniert immer. Das funktioniert nur bei Janik nicht. Der macht keinen Schaden, wirklich. So, eine Palkwappe ist schon down. So, ich mache jetzt einfach meinen Hotte-Hü, meinen Donnerkeil und treffe hoffentlich den Dicken. Los, in die Luft mit dir. Dafür ist mein MP ja da. Zeit für den Donnerkeil des Hexenmeisters. Ich habe zumindest den Kleinen richtig hart geschadet. So, der ist auch tot. 400 L. Alter, wenn ich mich beim Endkampf buffe, ne, der ist doch Instant-Trip. Ja,
Der ist keine Gefahr, der Frosch. Einfach weggereckt. Doch, doch, danke. Das war die Schüchterne. Merci, vielmals. Das war die Kleine und dann ist die andere hier die ganz Große. Danke, meine Lieben. Ey, wir sind einfach viel zu stark. Ba, 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 ba. Aha, zu einer Erleichterung. Puh. Dunkle Fürst hat offensichtlich ein gewaltiges Upgrade erhalten. Dunklerer Fürst Kai, alberne Bezeichnung. Wer ist nur das wieder? Der Typ ist penetrant. Und du wirst schon mit ihm fertig werden, Schätzchen. Nimm dich in Acht, wir warten im Dorf auf dich. Wenn du verlierst, bekommst du es mit mir zu tun. Ich hab's gefühlt immer mit Pal zu tun, sobald ich irgendeinen Fehler mache. Ein Höllen-Hotdog. Dafür hat sich's gelohnt. Ich hoffe, ich komme jetzt mal langsam ans Ende. Bitte nicht Worst Case. Ex hat sich eine Erkältung eingefangen. Oh, da oben scheint es endlich vorbei zu sein. Hört sich zumindest langsam so an. Und warum habe ich den scheiß Quizmaster nochmal vor mir? Bitte keine Abzweigungen, bitte! Den rechten. Bei dem rechten habe ich immer ein gutes Gefühl. Ja, ein MB-Bonbon. Hat sich auch so gelohnt. Ich brauche keine Spielscheine mehr. Meine Güte, ich könnte an Ort und Stelle einschlafen. Ich habe letzte Nacht kein Auge zugetan. Mir ging einfach so viel durch den Kopf. Und deswegen bin ich jetzt todmüde. Yannick, hörst du mir überhaupt zu? Das heißt wohl nein. Als ich rede darüber einzuschlafen, Yannick hat es schon links getan. Er ist mir weit voraus. Als ich der dunkle Fürst war. Hm? Und lernte ich ein wenig die Gedankenwelt des dunklen Fluchs kennen. Und was ist sein Ziel? Ich glaube, er möchte einfach nur alle leiden sehen. Er ist ein fürchterliches Wesen. Sein Herz ist erfüllt von Hass, Neid und Zorn den Leuten gegenüber. Es fließt geradezu über vor unbändiger Bosheit. Uiuiuiui, ui, ui, ui. So jemanden dürfen wir auf keinen Fall frei rumlaufen lassen. Ach, es ist alles meine Schuld. Wäre ich doch bloß stark geblieben und hätte seiner Versuchung widerstanden. Ach, mach dir jetzt keine Vorwürfe mehr. Ich werde ihn mir vorknöpfen und dann verprügle ich ihn. Danke, das macht mir Mut. Ey, komm, ich will meine Tickets einfach irgendwann mal sinnvoll wieder verwenden. Bitte, lass uns jetzt endlich langsam am Ende sein. Ich bin gezwungen, mit dem Quizmaster nochmal zu reden. Oh. Vorhang auf, oh ja. So, wen darf ich jetzt erkennen? Dave? Okay, easy. Sven? Ich habe die roten Augen gesehen. So, jetzt? Akaya! Mann, richtig easy. Ich habe gar keine Herausforderung mehr mittlerweile. Ja, nochmal Spielscheine. Ich brauche die Spielscheine ja auch so dringend. Oh! Ein Todesschwert und ein Todesschild. Wahrscheinlich können sie einfach nur dasselbe wie die vorherigen Versionen, aber ich will versuchen, sie arbeiten zu lassen. Barriere! Hab die schon lange nicht mehr genutzt. Der freche Piekser. Oh. Das Schild ist schon tot.
Oh, das Schwert kann aber was. Das kann Janik in die Fesse schneiden. Oh, ganz ruhig. Bam. Oh, ich hab Schaden genommen. Ich versuche halt nur die Bananen zu boosten. Das ist das Einzige, was ich noch Sinnvolles mit denen machen kann, dass die Bananen bei allen eine Max-Heilung sind. Ach, Sunny mal wieder. Immer ist der im Dunkeln. Passt aber auch zum Unhold. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Der hatte ja vor einer Woche wirklich Geburtstag. Also zum Stand des Streams. Ich klär mal kurz auf für YouTube. 30.05. stream ich gerade und der hatte genau vor einer Woche Geburtstag. Die Frage war berechtigt, war heute überhaupt mein Geburtstag? Er bleibt für Banta, aber keine neue Technik. Das Geld ist so unnötig. Die Macht des Horrors. HP Streu macht 620, EP 280. Ich hätte gerne nochmal so einen weiteren Streuer für wer weiß was. Exo ist wieder gesund, ja! Im Übrigen, wenn ich sehe, dass wir so ganz knapp vor dem dunkleren Fürsten sind, dann haue ich auch alle Spielscheine raus. So. Das Problem ist jetzt gerade, würden sie sich halt null lohnen, ne? Der dunkle Fürst hat Monster gezwungen, diesen Turm zu bauen. Damit er von einem Ort im Himmel auf die Welt herabblicken kann. Vom Himmel aus? Genau, von ganz weit oben. Einem Ort namens Underwelt. Der dunkle Fürst ist ganz bestimmt da oben in der Underwelt. Der Weg dahin liegt hier vor uns. Dann nichts wie los. Sol? Ich kann nicht mitkommen. Der Ort ist verflucht. Kein Normalsterblicher kann dort lange überleben. Du wirst mich leider zurücklassen müssen. Dann pass gut auf dich auf und danke. Ach, hör auf. Ich muss mich bei dir bedanken. Ja, er hat mich einmal geheilt. Das war das Nützlichste, was er getan hat. Der hat das wirklich kein zweites Mal gemacht. Nur einmal. Und bitte, besiege den dunklen Fürsten. Aber er war halt dabei, ne? Auch in die andere Welt. Oh, die Space-Musik hier ist richtig cool. Warte, bevor wir weitermachen, ich will einfach mal wissen, wie die Outro-Musik sich anhört. Oh, die hört sich ja richtig geil an. Okay, wenn wir knapp vom dunklen Fürsten sind, hau ich jetzt alle Spieltickets raus. Underwelt! Oh, die ist ja richtig cool. Boah, wie spacig die Musik hier auch ist. So richtig Dubstep. Keiner sagt mir Gesundheit. Was ist das für ein Ort? Ah! Augen, Nasen, Münder, Brillen. Kann es sein? Wurden die alle von irgendwelchen Gesichtern gestohlen? Der dunklere Fürst ist echt fies. Wir müssen seinem Treiben ein Ende bereiten. So, und ich will jetzt richtig space-mäßige Gegner haben. Ja, das mit dem Sichtfeld kennen wir schon. Kosmobolde. Einfach so spacige Kobolde. Richtig cool. Hoffentlich können die auch irgendeinen speziellen Angriff. Oder kommen dazu, einen Angriff zu machen. Das hätte ich viel eher sagen sollen. Komm, bitte. Die hauen dann einfach nur mit der Nase, okay. Ja, Level up für mich, aber leider keine Fähigkeit. Ich hätte gerne nochmal so ein besseres Feuer gehabt. Oder generell eine neue Fähigkeit. Meteoriten. Okay, einfach nur starke Steine. Der freche Piekser.
Yannick vernichtet ein mit Doppelhieb. Komm, die machen ja gar keinen Schaden. Ist ja traurig. Mega Feuer. Das war's dann. Felsenschokis. Warum nicht Meteoritenschokis? Nochmal Spielscheine, die ich gleich einfach rausballer. Ich warte einfach auf die günstigste Gelegenheit dafür. Oh, sie wollen wieder was ausgegeben haben. Na endlich. Eine Smoothie-Uniform wäre der Traum von Akaya. Ja, wer zum Smoothie? War doch irgendwas von Marine. Inchbat. Ja, da ist sogar so ein Marineteil oben dran. Ich lag richtig. So, Gold ausgeben. Diesmal Sven. Ein Lotus wäre der Traum von Sven. 9000. Ich kann es mir halt leisten. Ich habe über 100.000. Ich kann mir, glaube ich, bis zum Ende die Rüstung leisten. Ich habe die falsche Farbe gegeben. Oh, ich liebe diese Musik, ne? Die ist richtig cool. Eine Glitzerrobe. Oh. Ist gekauft. Jetzt glitzer ich wunderschön im Blau. Glitzer, glitzer. Okay, nochmal eine Abzweigung. Sehe ich schon kommen. Wir stehen kurz vor der letzten Schlacht. Gibt's irgendwas, das du vorher noch tun wolltest, Sunny? Oder irgendwas, das du noch loswerden willst? Shining, um ehrlich zu sein. Nein, lieber nicht. Jetzt hast du mich voll neugierig gemacht. Bring mir jetzt erst unser Abenteuer zu Ende. Dann sage ich es dir. Sunny. Na gut. Ein Grund mehr, diesen Kampf nicht zu verlieren. Genau, nur deswegen will ich diesen Kampf jetzt gewinnen. Nur deswegen und aus keinem anderen Grund. Oh, Aliens. Sag ich, was ihr könnt, Aliens. Kopfschüsse. Ja, mit Knarren in der Hand, nutzt die. Ist enttäuschend. Komm, ich will sehen, was ihr könnt. Nutzt eure Knarren. Och, wieder nur eine Kopfnuss. Einem dunkleren Fürsten kämpfe ich im Übrigen dann auch normal, ne? Will ich an der Stelle anmerken. Ich musste doch eine Abzeigung. Erst nach links. Weil das wahrscheinlich zur Kiste führt. 1870 Gold und Taschengeld. Um uns herum der schaurige Anblick der Anderwelt. Das soll uns nicht daran hindern, heute Nacht gehörig zu feiern. Damit neigt sich diese Reise auch bald dem Ende zu, was? Oh, stimmt. Moment mal, danach ist alles vorbei. Ich dachte schon, wir besiegen halt den dunkleren Fürsten. Und dadurch bringen wir Mithupi endlich den Frieden zurück. Ja, und dann ist Schluss mit Reisen. Was? Das ist aber doof. Ich will weiter mit euch abhängen. Exe und wir werden enttäuscht. Ich auch. Hey, Shining. Was wirst du denn tun, wenn all das hier vorbei ist? Hä? Da fragst du mich was. Heben wir uns das Thema für später auf. Stimmt, im Moment haben wir andere Sorgen. Bereiten wir uns vor auf die finale Schlacht mit dem dunkleren Fürsten Kai. Genau, zeigen wir es dem dunklen Fürsten. Darauf sollten wir anstoßen. Auf das Mithupi wieder friedlich und damit stinklangweilig werde. Stimmt, Frieden ist irgendwo dann auch stinklangweilig. Kann man sich nicht mehr zoffen. So, was für ein Look probiert Exo aus? Einen richtig stylischen, habe ich gehört. Ein Erleuchtungstaller, ein Versuch. Ich kriege ihn tatsächlich.
sieht aus wie eine stinknormale Robe. Kriegst du eine Orange, dann sieht es wenigstens ansehnlich aus. Die sieht halt wirklich aus wie die Standardrobe. Astronahrung, HP und Abwehr. Hat mir ein bisschen geschmeckt. Du? Dem schmeckt natürlich super. Ich hoffe einfach, dass ich noch eine bessere Chance kriege, was das mit Roulette angeht. Ja, da ist der dunklere Fürst. Ich gehe jetzt hier aber erst noch den rechten Weg und hoffe aufs Beste. Ey, ich will an dieser Stelle dann nochmal erwähnen, ne? Ich habe wirklich jeden Weg genommen. Ich bin jeden Weg gegangen und ich habe jedes Alien verprügelt. Naja, ich habe bei jedem Alien eine HP-Banane gefuttert. Er feuert einen Laser ab! Jetzt was hat gealtert! Yannick ist ein alter Mann geworden. Ja, ich wäre so gern wieder jung. Ja, dadurch macht er auch viel weniger Schaden. Das ist richtig witzig. Ja, die Aliens können doch was. Muss nicht mehr enttäuscht von den Aliens sein. Bitte nochmal den Laser abfeuern. Ich wäre so gern wieder jung. Hätte gern so eine alter Mann-Aktion dadurch auch noch gehabt. Ach, jetzt ist er wieder normal. Schade. Ich kann hier bestimmt doch auch einfach nach links gehen, wie damals hier bei dem Schloss. Dass da so ein versteckter Pfad ist. Pate will einen Cyberkill. Der ist richtig cool. Ach, ich wollte denen ja noch allen die coolste Ausrüstung geben, die mir einfällt. Aber möglichst jetzt nicht hier die ganze Heldenausrüstung. Das sieht am coolsten aus. Wenigstens ein besserer Panzer. Den ich nicht mal kriege. Ich versuche einfach jetzt diesen Panzer zu gewinnen. Ja! Der sieht sogar nice aus. Ich kann es dir nicht in Schwarz geben. Aber ihr könnt es mal in der Originalfarbe lassen, weil es cool aussieht. So, ich prüfe jetzt erstmal, ob ich hier einfach random jetzt nach links laufen kann. Zu der Kiste, weil irgendwie muss man noch da dran kommen. Ja, man kann hier an der Stelle links laufen. Okay. Gut, dass ich nochmal geprüft habe, weil es kann doch nicht sein, dass ich da nicht hin kann. Oh, Pal schläft und ich dance da rum. Das hatten wir auch schon mal. Hey, ich bin hingefallen. Okay, hat mir nicht ganz zu. Ja, schon vorbei. Yannick hat nochmal ein Level up. Aber keine neue Technik. Schade. So knapp am Ende nochmal eine neue Technik. Das wäre geil. Oh, nur Geld. Ich hab zu viel. Ich brauche kein Geld. Ich brauche Rüstung. Bitte keiner aus der Hauptgruppe. Sunny ist krank. Ich laufe jetzt so lange rum, bis Sunny gesund ist. Kann ja wohl nicht wahr sein. Komm, bitte. Mann, antike Rüstung für Yannick. Bitte. Wir haben die antike Rüstung gewonnen, ja. Sieht auch aus wie die Kupferrüstung, einfach nur mit einem Kristall drin. Eine Mischung aus Kupfer- und Wollrüstung. Ja, wir rennen jetzt so lange rum, bis es Akaya besser geht. Ich nehme mal so lange Dave mit. Dann sehen wir eventuell diesen Phantom-Angriff. Außerdem ist er ja ein Gruppenschläger. War klar, dass man hier nach links kann, wenn ich hier schon nicht nach oben kann. Oh, Bananenente oder Ploing-Safari? Ploing-Safari. Was für Ploings? Die grünen Ploings. Oh. Kann man ja ignorieren. Noch mehr grünen Ploings? Nassploing. Das sind mal neue Gegner. Ich weiß und ich mache eine neue Aktion. Yannick bietet Hilfe an. Neue Technik. Phantom. Oh, wir sehen es direkt. Oder ist es eine bessere Version von diesem Wirbelschlitz oder wie der hieß?
Richtig cool. Aber die Nassploings, die haben jetzt nicht wirklich was gemacht, ne? Die haben jetzt auch nur nochmal zugeschlagen. Ja, hier, Dave, nehmen. Okay, haben wir das halt auch gesehen. Oh, ich kann hier halt XP farmen. Oh, die flüchten natürlich. Warte mal. Einer, der unbedingt gebufft werden muss, ist Dave. Weil er den Gruppenschläger hat. Die anderen bloß nicht. Wenn er jetzt immer Raplungs kommt, dann level ich einfach eben kurz die Gegner. Ach, meine Kameraden eben. Mega Explosion. Ach, stimmt ja, ich mach so keinen Schaden. Ich könnte auch die normale Explosion machen. Hätte denselben Effekt. Komm, Hitzegeschosse. Das war unnütz. Mega Feuer. Boah, das müsste auch jetzt richtig XP-Hagel geben. 8000 XP. Wenn ich jetzt da gleich nochmal langlaufe und dann nochmal die Raploings sind, ne? Dann könnte ich da erstmal meine Kameraden hochleveln. Aber Sunny ist wieder gesund. Der war echt kurz diesmal krank. Bitte. Ninja Kluft, bitte. Ich versuche einmal die Ninja Kluft zu gewinnen. Was Besseres kann ich damit gerade nicht machen. Einmal noch? Ja. Und dann hoffe ich einfach, dass das nächste besser ist. Tomatennudeln. Ich hoffe einfach, ich habe ja noch einmal eine Ebene vor mir vor dem Bosskampf, dass da jetzt einfach was Gutes bei rumkommt. So, alle, die noch keine Tomatennudeln hatten, dürfen. So, einen Weg haben wir ja noch vor uns. Und danach haue ich die letzten Tickets alle raus, egal was da in dem Rad ist. Ich eine Banane. Da stand eine Bananenplantage. Ich erwarte mehr als eine. Da ist was in seiner Tasche. Noch eine HP-Banane von Dave. Warum schickt uns Dave die ganze Zeit HP-Bananen? Den rechten? MP-Wurmung, das war keine HP-Banane. Im Ernst, der Weg war einfach nur 2 HP-Bananen? So, ich wollte die letzten Tickets rausballern. Gucken, was rauskommt. Ein paar Käsekuchen. Ich hau sie jetzt raus. Ist Endkampf als nächstes. So, eventuell kriege ich ja sogar noch die Ninja-Kluft. Nein, 2 Ausflugstickets. Ja, kann ich Sunny und Pall noch auf 38 boosten. So, Leute, und jetzt mache ich noch etwas, das überfällig ist. Ich mache das jetzt übers Aussehen. So, welche Kleidung fand ich bei mir am coolsten? Ich würde sagen, ich fand tatsächlich die Magierobe am coolsten. Bei mir. So, ich ziehe jetzt halt jeden die coolste Ausrüstung nochmal an. Mit dem Zauberstabus Noctis. Er darf sein Pharao-Schwert ruhig behalten. Er darf die Magierrüstung tragen. In Rot. So. Bei Dave hätte ich gern den glänzenden Dolch. Mit einer ganz besonderen Luft.
der darf das Küken-Outfit wieder tragen, weil das fand ich einfach... Das war... Optimum hoch 80. So, die Sonnenpfanne darfst du tatsächlich in der Hand behalten. Bei dir fand ich die Flammenuniform am coolsten. So, Sunny. Wo ist dieses Ziegenkostüm? Das Ziegenkostüm war mit Abstand das coolste. So, und als Waffe... den Runenpiekser. Der Stab der Sonne sieht ultra nice aus. Und der Gespenst ist wieder zurück. Tatsächlich sieht der Cyberkittel einfach richtig geil aus. Aber er braucht seinen Catcher. So, Palbanta. Der darf sein Dämonengeschoss auch behalten, weil das richtig geil aussieht. Und bei ihm fand ich den Artenpanzer einfach am coolsten. Alle halt vor dem Endkampf nochmal hübsch machen. Das klingt jetzt gemein, aber bei dir gab es irgendwie kaum was gut aussah. Wenn ich jetzt so ganz fies sein müsste, würde ich sagen, Kleeblatt sah am besten aus. Weil er irgendwie am unauffälligsten war. So, Extreme. Der kriegt sein Helden-Mikro in die Hand gedrückt. Finde ich cool, dass das Goldene. Schade, dass er übers Helden-Outfit nie hinauskam. So, bei dir hätte ich gerne das Freizeit-Outfit. Warte. In grün. So, jetzt habe ich alle nochmal durch. Für YouTube auch nochmal. Ich habe uns jetzt allen die coolste Ausrüstung nochmal verpasst, die wir in diesem Let's Play bzw. Stream-Projekt hatten. Ihr seht, ich habe ein richtig gutes Zeug gegeben. Und wir sind jetzt bereit für den Endkampf. Ich wollte einfach nur, dass sie nochmal zum Ende richtig stylisch aussehen. Ich habe 147.000 Gold, das nie zum Einsatz kommt. Gut zu wissen, ne? Dass man so viel Geld hat und weiß, das wird niemals ausgegeben. Zeit, Kai zu retten! Wir sind bereit für diesen Kampf. Domäne des Dunkelsten. Wir sind bereit. Also dann, los, Pal. Reite zum Sieg. Mwahaha! Das wurde aber auch Zeit. Ich habe mich zuletzt fast zu Tode gelangweilt. Lass den großen Weisen in Ruhe. Gib uns Kai zurück. Mit den großen Weisen zurück? Dann komm und hol ihn dir. Boah. Oh Gott, er absorbiert die Gesichter. Was für eine epische Musik. Okay, eine riesige Hand. Eine riesige Hand mit Stab, okay. Und Kai? Er ist eine Sonne. Ja genau, Kai ist meine Sonne.
Das passt. Dunklerer Fürst Kai. Glücklich, meine neue Form, oder? Führst du diese unbändige, überwältigende Kraft? Dann ist es Zeit für den entscheidenden Kampf. Oh je, was mache ich eigentlich hier? Halt ein! Der dunklere Fürst Kai ist zu stark. Wir kämpfen ihn nicht ohne alle 10 Mitglieder deines Teams. Es müssen alle kämpfen? Gut, dass ich die gelevelt habe. Wähle 3, die gegen die linke Hand kämpfen. Die linke Hand war die ohne den Stab, oder? Du? Du? Und... Paddel. Warte mal, ich suche irgendwen raus, der gerade 20 mit ihm hat. Ja, die drei machen das. Oder noch besser. Ja, das ist noch besser. Drei, die gegen die rechte Hand kämpfen. Sven, Exo und Dave. Das wird schon. Ich hoffe, die sind nicht unterlevelt. Und den letzten bekämpfen natürlich wir vier. Es ist Zeit, die Welt zu retten, meine Freunde. Wir schaffen das. Ich glaube an euch drei. Um Gottes Willen. Zum Glück habe ich für die Gruppe einen Heiler. Kai, linke Hand. Impuls. Um Gottes Willen, die machen keinen Schaden. Er will von Pada angeben. Ja, wenigstens der Karl, er macht Schaden. Er macht sein Liebeslied, das ist schon mal praktisch. Ich buffe Akaya. Ich denke mal, bei den anderen beiden hat es keinen Sinn. Vor allem bei dir nicht. Die linke Hand ist dran. Autschen. Noch einmal. Los, Paddel. Pam. Oh, die Kampfmusik ist richtig geil. Los, ihr schafft das. Bitte verkackt nicht. Zugabe bitte von Akaya. Okay. Akaya verliert die Kontrolle. Los, Akaya, hau drauf! Ey, ganz ehrlich, ich mach mir jetzt auch noch Paddel, die machen viel zu wenig Schaden. Zum Glück können alle drei in der Gruppe irgendwie heilen. Los, Paddel! Hau drauf! Oh, sie haben die Hand schon down! Ich sehe ja die Lebensanzeige nicht. Okay, wenn die andere Hand jetzt auch so schwach ist, dann sollten die das eigentlich schaffen. Ich bin so nervös. Immer ruhig, das wird schon. Ihr habt Dave bei euch, der hat einen ultra harten Angriff. Los geht's! Um Gottes Willen, gut, dass ich da zwei habe, die Gruppenangriffe machen. Dachte ich. Ich dachte, das wären jetzt zwei zusätzliche Gegner da links und rechts. Hast du gut gemacht, Exo. Nein, mach diesen Angriff nicht. Jetzt ist Exo wütend. Okay, 15 Schaden. Er ist nicht stark. Gut. Ich buffe... Exo am... Ich buffe die jetzt alle drei. Die machen sonst keinen Schaden. Los, ihr drei. Geschafft das. Die rechte Hand ist dran. Sie macht wieder diesen Angriff. Okay. Wir haben Glück, dass die Hände nicht so stark sind. Oder ich bin zu overpowered mittlerweile. Was ich vorher sogar angedeutet habe. Ja, wir sind einfach zu stark. Es war so schlau von mir, sie nebenbei zu leveln. Stell dich vor, ich hätte das nicht gemacht. Die wären alle noch Level 12 oder sonst was. Die wären tot. Der alles entscheidende Kampf steht also an. Gewonnen! Den Rest könnt ihr vier erledigen. Darf ich meine Streuer jetzt wieder benutzen? Weil beim zweiten Kampf durfte ich sie nicht nutzen.
Die Sonne geht auf. Damit hättet ihr wohl nicht gerechnet, was? Jetzt lernt ihr den wahren, dunkleren Fürsten kennen. Und zwar so richtig! Nein, nicht meine Freunde! Nein! Kairas sieht ja richtig aus. Keiner weiß, wie man das Leben zur Hölle macht. Wir müssen unsere Freunde retten, Leute! Endlich ist es soweit! Unser letzter Kampf! Nur eines zählt! Wir müssen gewinnen! Da sagst du was, Paul. Okay, der finale Endkampf. Dunklerer Fürst Kai. Habe ich jetzt meine Streuer noch? Nein, scheiße! Ich habe keine Ultrastreuer mehr. Aber zum Glück habe ich einen anderen Streuer noch. Zeit für den Kampf. Ich mache erstmal Barriere bei mir. Dann kriege ich weniger Schaden. Dann muss ich wenigstens mich weniger streuen. Oh ja, süßes Geflüster. Genau richtiger Zeitpunkt. Weil ich kann uns nicht buffen. Alle helfen, Paul. Nur ich nicht. Pam, 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 ja! Er rief einen Schergen herbei. Pademünze taucht auf. Und wer noch? Mixteam-Münze taucht auf. Okay, mega Explosion. Ey, der kann ja gar nichts. Worum habe ich mir Sorgen gemacht? Ich habe meine Party einfach zu strong gemacht. Okay, die Münze ist schon down. Doppelhieb. Die Münzen sind down. Die halten gar nichts aus. Er ist wieder bei Sinn, der Kai. Er rief wieder einen Schergen. Akaya-Münzen. Und Dave-Münzen. Ey. Der ist jetzt schon Half-Life, ne? Ich bin zu lässig. Eigentlich braucht meine Streuer ja nicht mal. Wir nieten den einfach so weg. Warum machst du das nicht auf Kai? Dann wären beide Münzen tot. Vor allem, wie die immer negativ gucken, sobald sie sterben, die Münzen. So negativ habe ich sie nämlich nicht gestaltet. Nun ist der Moment der, auf den ihr so lange gewartet habt. Oh, Enrage-Phase. Ja, ich würde mal sagen Enrage. Um Gottes Willen, Kai. Au! Okay, das war heftig. Nein, das war's für mich. Nein! Sie haben ihr Leben für mich gegeben. Nicht, wenn ich dabei bin. Rache für Sunny. Ich kann nur einen beleben. Ich belebe Sunny, weil er uns ein bisschen helfen kann. Um Gottes Willen, ich konnte nicht schnell genug reagieren dafür. Ey, ganz ehrlich. Mich heile ich mit dem MP-Streuer. Aber die anderen nicht. Weil eventuell macht Sunny hier den Boost. Boah, jetzt bin ich halt wütend und kann ihn nur zuschlagen. Aber wenigstens mache ich so auch ein bisschen mehr Schaden mit meinen Magie-Attacken. Oh, das süße Geflüster. Richtig praktisch gerade. Komm! Ja, voll ins Auge! Autschen. Schwarzes Loch. Aua. Das Horn ist verflogen. Ich mach mal sicherheitshalber die Schutzstreuer. Ich will nicht, dass er irgendwie hier so was wie HP-Kacke macht. Der Sunny. Ja genau, ich will den Toten salzen.
So, mir wird schon geholfen. Bärtchen, Zeit für Hottehü. Finischen wir ihn. Ich zeig dir jetzt, wer hier die Hosen anhat, Kai. Donnerkeil! Ich habe ihn besiegt. Er ist tot. Das war easy. Der letzte Boss war ja richtig easy. Ach nö, nicht schon wieder. Nein! Diesmal nicht! Nimm das hier! Hör zu, dunkler Fluch. Versuch gar nicht erst dich zu bewegen. Es wird nicht gehen. Shining. Ich bin dir sehr dankbar, dass du mich gerettet hast. Nun würde ich dir gerne etwas erzählen. Es geht darum, wie der dunkle Fluch entstand. Geschichtenstunde. Die Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit. Sie beginnt mit einem ganz normalen Sterblichen. Dieser Sterbliche war sehr traurig und einsam. Warum nimmt mich niemand wahr? Hallo, bin ich unsichtbar? Es liegt voll an meinem Gesicht. Es ist langweilig. Ich hasse mein Gesicht. Und er warf es weg. Wie wirft man sein eigenes Gesicht weg? Aber wie konnte er ohne Gesicht weiterhin existieren? Es dauerte nicht lang, da verschwand auch der Körper. Zurück blieb eine Seele voller Hass, Boshaftigkeit und Neid. Okay. Und das ist dann der dunkle Fluch geworden. Der Schatten dieser Seele wurde zum dunklen Fluch. Somit stellt sich jetzt die Frage, Shining. Was sollen wir mit dem dunklen Fluch tun? Den Fluch brechen? Ihn retten! Ich würde sagen, wir retten ihn. Du bist sehr gütig, das zeigt sich immer wieder. Dann musst du ihm ein Gesicht geben. Aber das sollte ja kein Problem für dich sein. Absolut nicht. So, welches Gesicht gebe ich ihm jetzt? Wisst ihr was, Leute? Ich gebe ihm jetzt das schönste, freundlichste und sympathischste Gesicht, was mir einfällt. Das hat mir alles erwartet. Dunkler Fluch Shining! Na, mein Zwillingsbruder? Das ist mein alternatives Ich. Ich bin der dunkle Fluch von Anfang an gewesen, Leute. Was ist los? Wie? Oh, mein Gesicht! Du hast mich gerettet. Ich vielen Dank. Um den Rest kann ich mich kümmern. Bitte überlass das mir. Dieser Kerl hier soll mit mir reisen und seine Missetaten wieder gut machen. Also dann, Shining. Welchen meinst du? Zeit, sich voneinander zu verabschieden. Na, mein Hübscher. Ciao. Vielen Dank für alles. War doch klar, dass ich irgendwie so einen Joke bringe. Hohoho! Gut gemacht, Shining. Die Monster werden jetzt verschwinden. Alle geklauten Gesichter werden ihren Besitzern zurückgegeben. Du hast Miitopia gerettet. Leute, guckt euch das an. Die stärkste Party, die es je gegeben hat. Und wir haben die Welt gerettet. Stimmt mir. Ich konnte gar nicht auswählen, bei wem Epona dabei ist. Shining und Co. Och, wie abwertend. Ihr seid die Retter von Miitopia. Ich bin euch zutiefst zu Dank verpflichtet. Hohoho. Na, 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 na.
Ja, die Gesichter kehren zurück. Das ist eine schöne Musik. Und so kehrten Ruhe und Frieden nach Metopia zurück. Glückwunsch! Wir gar nicht wissen, wie viele Stunden das gedauert haben. Es spielten! Oh, da ist der König! Hä? Wo ist dein Essen hin? Um Gottes Willen! Wir können ja dem König einfach sein Essen klauen! Das wird mir mit Kerker bestraft! König Rafe! Oh, Feidi! Feidi und Svens Hochzeit! Ja! Ah, darauf haben wir doch alle gewartet. Ja, Feidi? Ja, jetzt bist du glücklich, ne? Du und Sven konntet endlich heiraten. Und da hat uns Sven noch was zugezwinkert. Ja, und Schmirko ist traurig, dass er jetzt Sven nicht bekommen hat. Komm, lass uns einen Stream zusammen machen. Akadari und Schmirko. Also ich muss schon sagen, das war ein richtig geiles Projekt. Ich habe bei keinem Projekt so viel gelacht wie bei Metopia. Die drei Feenschwestern, Pall, Pall und Pall. Ah, der dunkle Fürst. Der dann der entdunkelte Fürst Sol wurde. Eine Seele, die auf meinem Kanal eigentlich keiner mehr kennen kann. Oh, armer Hund. Ja, sie haben ihm geholfen. Ja, da ist der neue Shining. Der dunkle Fluch Shining. Und Kai. Oh, wiedergeborener Shining. Das ist halt ein richtig hübsches Face, ne? Oh, und da ist nochmal die coolste Party aller Zeiten. Oh, und Axolotl macht nochmal ein Foto von uns. Ey, das ist ein cooles Foto. Das nehme ich eventuell für Discord demnächst. So, und jetzt kommen wir nochmal ins Gasthaus. Nice. Richtig nice. Was passiert jetzt noch? Also der Aftergame-Content nehme ich mal an. Neue Reisende sind im Waldkreis angetroffen. Disco und Holt Exorzismus. Bibius, Bottenben. Ja, da gibt es dann jetzt den Aftergame-Content, der wahrscheinlich 10-mal schwieriger ist als das normale Zeug. Aber ich will einmal ganz kurz reingucken. Die Villa ist jetzt fertig gebaut. Die Villa ist ein luxuriöser Ort zum Entspannen. Sie bietet Platz für bis zu 90 deiner Gefährten. Oh, einige Teammitglieder möchten direkt dorthin. Pate verlässt mich direkt. Ich ziehe in die Villa. Oh, ich auch. Und ich. Ich glaube, ich ziehe auch in die Villa. Na gut, ich dann aber auch. Oh. Pate und vier andere sind in die Villa gezogen. Im Gasthof sind jetzt Plätze frei geworden. Dadurch kannst du neue Teammitglieder anwerben. Oder du kannst alte Mitglieder aus der Villa zurückholen. Mhm. Okay. Nun viel Glück für deine weiteren Abenteuer. Und ich habe 1850 Leute gerettet mit dem dunklen Fürsten. Natürlich musste der Horst nochmal zum Ende was sagen. Nur Dave ist geblieben. Team bearbeiten habe ich jetzt. Jetzt kann ich jederzeit hier neue Teammitglieder anwerben, ne? Ich will eigentlich lieber, dass alle aus der Villa zurückkommen. Wenn überhaupt. Das Problem ist, ich bräuchte die Alten nie im Leben. Ich will jetzt auch einmal kurz gucken. Katalog. Wie viele Waffen haben noch gefehlt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 Waffen waren wir noch vom Ende entfernt. Also kämen jetzt noch. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 9 Rüstungen wären jetzt noch dazu. Das ist aber Aftergame-Content, den will ich eigentlich nicht wirklich anspielen. Aber man kann ja trotzdem mal ganz kurz reingucken. Stimmt, gibt es jetzt eine neue Ebene auch noch. Ja, da 2. Einmal Isla Galapa. Weitgereist neue Leute und Leo Lumina. Okay, das sind aber wie gesagt Aftergame-Content. Ich gehe jetzt auf Speichern und Ende. Ich finde, das war ein richtig nice Projekt. Ich danke an alle, die es unterstützt haben. Sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Es war richtig nice. Ich habe wirklich bei keinem Projekt so viel gelacht wie bei diesem hier. Ihr könnt mir in die Kommentare auf YouTube schreiben, was eure Highlights ungefähr von diesem Projekt waren. Ich werde auch versuchen, noch ein Best-of von diesem Projekt zu machen. Erwartet aber nicht, dass es sofort kommt. Es kann locker noch dann 1-2 Monate dauern, weil ich muss mich durch wer weiß wie viel Miitopia jetzt durchkämpfen. Ich werde, was den fehlenden Part auf YouTube angeht, einfach Clips verwenden von dem einen Part. Weil da habe ich ungefähr das Lustigste dann auch rausgeholt. Also passt dann schon. Dann wisst ihr wenigstens, was ihr verpasst habt, ihr auf YouTube. Und ich verabschiede mich jetzt hier von euch. Ich wünsche euch jetzt jeden noch einen guten Tag und dann eine schöne Nacht. Je nachdem, wann ihr euch das anguckt. Und bin dann jetzt für heute weg. Ciao!